Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Ich hab was dabei. Ja. Ach, jetzt haben Sie das auch? Ja. Zeigen Sie mal. Das ist nicht so, nicht? Ja, schön. Eine der seltenen Fälle, wo der Oberbürgermeister die Ehrung nicht selbst gemacht hat, aber er konnte da nicht. 17 Jahre. Und das ist auch nicht, und das habe ich auch aus den Archiven rausgeholt. Also zwei Seiten. Ja, aber ne, zwei Seiten noch für Sie. Die müssen im Waldhof, weil ich wäre einen bestimmten, also unseren Fahrt geben. Waldhof oder was? Ja. Gleich anschließend. Ach so. Ja, und das hat aber jetzt hier noch ein anderes Problem. Ja. Also ich muss das versprechen, weil ich die anderen Business umrunde. Ich habe so 1000 Und dann hat sie gehalten, bis gerade Mai. Und da haben sie sich angestellt. Guten Tag, die bin ich ja schon. Ja. Guten Tag. Hallo. Ja. So, jetzt bin ich hier. Hallo, Herr Baum. Danke. Das könnte ich freuen mich, ich bin ja wieder zusammentreffen. Aber echt, oder? Leider, der Unterschied ist so groß wie schon. Aber wenn wir der Gang laufen, dann ist es gleich. Guten Tag. Ja. Das freut mich, dass Sie auch gekommen sind. Das ist aber schön. Das ist gerade, deshalb bin ich ja da. Ne? Ja, das freue ich mich. Hallo, Baron. Grüß Sie. Ja. Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Baron, dass Sie als Gäste zu der kleinen Feierstunde zur Ehrung von Herrn Severin Baron sehr herzlich hier in der guten Stube, kann man das sagen, wo der Magistrat sich zum Saal des offenbaren Rathauses begrüßen. Und ich freue mich auch, dass Sie alle der Einladung gefolgt sind. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass wir Gelegenheit haben, verdienstvolle Mitbürgerinnen und Mitbürger öffentlich zu ehren. Und die Stadt Offenburg geht damit auch nicht gerade verschwenderisch um. Und auch das Land Hessen verdient seine Ehrung auch nicht aus der Fülle. Und der Ehrenbrief des Landes Hessen ist ja eine, ich sage das immer wieder, sogenannte klassenlose Auszeichnung. Es gibt nicht Silber, in Bronze, in Gold, sondern nur diese einfachen, schlichten Form. Und die hessische Landesregierung verleiht diesen Ehrenbrief an solche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich in ganz besonderer Weise um die Gemeinschaft der Dienste erworben. Mit Menschen also, die nicht danach fragen, was sie vom Staat alles bekommen können, was der Staat oder die Gesellschaft für sie tun kann, sondern die Initiative selbst in die Hand nehmen, selbst sehen, wo was fehlt, wo geholfen werden muss. Und das kann ja auf die vielfältigste Art und Weise geschehen. Und das sehen wir ja allein heute schon an unserem Ehrengast, der in einem Zeitraum von nunmehr 30 Jahren einer beachtlichen und Jahreszahl selbstlos, unerschrocken, unentgeltlich überall da hilft, wo ein Schild gebraucht ist. Und die Stadt Offenbach hat ja dieses vorbildliche bürgerschaftliche Engagement bereits im Jahr 1989 zum Anlass für eine Ehrung mit der Bürgermedaille der Stadt Offenbach am Main genommen. Und der Baron hat sich jedoch danach, und das finde ich das Gute, nicht auf seinen Lorbeer ausgeruht, sondern unablässig weitergemacht und seine, humanitäre Arbeit konsequent auf fortgesetzt.
Und das ist auch das Hauptkriterium für die heutige Ehrung durch den hessischen Ministerpräsidenten. Und am Anfang stand ja für den würdigen Oberschlesier und Wahlhofer, kann man sagen. Der Baron, seine Familie, eine Situation, die praktisch ja alle Außenländer aus den früheren deutschen Ostgebieten oder auch aus Russland gefangen hat. Oder auch später ausgeschlossen. Ein jahrelanger Aufenthalt in einfachen Wohnverhältnissen, damaligen Flüchtlingsunterkünften, in der Bürgerkrankenstraße. Dann die schrittweise Eingewöhnung und Eingliederung in die Umgebung, in die Gemeinde, in die Stadt selbst. Lieber Herr Baron, ich denke, dass Ihnen hier sehr viel Ihr Glaube, den Sie aus der oberschlesischen Heimat bewahrt haben und der Glaube an das Gute in Menschen geholfen haben, die weiteren Schritte so zu gehen, wie Sie sie gegangen sind. Und in enger Bindung, auch an Ihre Kirchengemeinde, haben Sie schon bald damit begonnen, die Situation derer zu verbessern, die als Aussiedler nach Ihnen, nach Offenbach kamen und die dank Ihnen, Ihrer Hilfe, etwas zügiger zu all den Dingen finden sollten, die zur Integration, zum Ankommen hier in dieser Stadt eigentlich auch notwendig sind. Und Sie halten Aussiedlerfamilien in allen Fragen mit Rat und Tat standen, Ihnen bei der Lösung von Problemen zur Seite, Sie erwähnten Behördengänge, und waren stets auch eine zuverlässige und jederzeit auch erreichbare Ansprechperson für diese Familien. Und gleichzeitig hatten Sie auch sehr vieles, um Brücken zu den Einheimischen zu schlagen, zu Ihren neuen Stadtteilen Biber, und es dauert ja eine gewisse Zeit, bis man in Biber aufgenommen wird. Aber das ist ja alles offen. Wir haben ja gerade das Stück von Menschen gesehen, wo sie an der Kleinen integriert wurde. Also Sie haben sozusagen dort auch Wurzeln mitgefasst, und ich denke, das haben Sie auch den Menschen weitergegeben, die dann auch Wurzeln fassen können. Und es bleibt nicht aus, dass man so etwas rasch bemerkt und dass es sich auch rumspricht. Und die Landsmannschaft der Schlesier hat ja dann mit Ihnen auch jemanden den Vorstand genommen. Und auch der Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus bestimmte Sie ja als Verbindungsmann zwischen der Mutterpfarrei auf der einen Seite und dem Ortsteilwaldhof und damit auch im Brückenschlag. Und hier hat, denke ich, sich auch Herr Baron große Verdienste um den Aufbau des Gemeindezentrums St. Hildegard erworben. Auch da haben Sie sich sehr stark engagiert. Ich glaube, es gibt noch weiter, der bereits in den frühen 80er Jahren half Herr Baron die Not der Kinder und auch der älteren Menschen in den ehemaligen Oberschlesien zu mildern. Er organisierte mit unheimlich viel Einsatz Transporte, Lebensmittel, Bekleidung, medizinische Hilfsmittel. Und so fanden, ja, wenn wir das im Volumen sehen, viele Tonnen, ja, konkrete humanitäre Hilfe, Medikamente, Rollstühle, Kleidung und vieles mehr, einen zuverlässigen Weg zu den bedürftigen Menschen im ehemaligen Oberschlesien. Und ich denke, inzwischen sind sehr viele Jahre vergangen und Herr Baron hat seine, ja, selbstlose und auch humanitäre Aufgabe unbeirrt fortgeführt. Er kümmert sich praktisch rund um die Uhr, um das Gelände oder um das Gebäude des IB-Treffs. Und das weiß ich ja dann auch, was ich mir anschaue. Das Internationale Bund für Sozialarbeit im Biber Waldhof. Er sieht nach allem, er achtet sehr auf das Umfeld der sozialen Einrichtung, was ja dann nicht mehr ganz einfach ist. Das muss man auch sagen, trotzdem engagiert er sich dafür. Und er hält Jugendliche an, sich ordentlich zu benehmen. Und das Spannende ist, dass er dabei immer eigentlich den richtigen Punkt trifft. Auch das ist nicht immer leicht. Und das denkt ihm schon durchaus seit langer Zeit. Die Achtung, aber auch den Respekt dieser durchaus problematisch, manchmal recht problematischen jungen Leute ein. Und auch für ihre eventuelle Störung, betroffenen Anwohnern um Verständnis. Und ich denke, dass sie mit ihrem Einsatz auch schon vielen sozusagen Eskalationen vorgebeugt haben. Man muss, denke ich, nicht erst in die Polizeistatistik sehen, um Bestätigung zu erhalten, dass diese präventive Arbeit, die sie leisten, von Herrn Baron sehr dazu beigetragen hat, dass die früher an der Tagesordnung üblichen Einbrüche, Beschädigung, Verunreinigung und Belästigung stark, ja, in spürbar auch zurückgegangen sind und weitgehend auch vermieden werden konnten. Und das Geschäft der Integration, wenn wir das mal so bezeichnen will, meine Damen und Herren, ist ja nun wirklich nicht einfach. Es erfordert viel Engagement, Herzblut, aber auch sozusagen Charakter, um so etwas zu tun. Und ich denke, das besitzt der Baron, ja, in einem außerordentlich reichen Maß. Einfühlungsvermögen, Engagement. Das ist, denke ich, ganz wichtig, eine ganz wichtige Punkte. Und Jugendansammlung in Waldhof, meist ja auch von Russlanddeutschen oder Jugendlichen aus arabischen Ländern, das waren auch schon mal Konfliktschienen, sorgen zuweilen natürlich auch für Unruhe. Insbesondere wenn man weiß, oder wie man weiß, ja, auf dem Gelände des Waldhofer Ententreffs, wie das so schön als Arbeitsleister und der Baron
ist als Laie, also als nicht ausgebildeter Sozialarbeiter, als nicht mehr andere Parteien, auf dieser Jugendlichen zugegangen und hat sich auch mit ihren Problemen befasst, Streitigkeiten geschlichtet und so, ich denke, auch für einen allseits erträglichen Zustand gesorgt. Und zugleich hat er auch immer wieder bei den Anwohnern ein Verständnis für diese Jugendlichen und ihre schwierige Situation gebaut. Feste. Wenn im Stadtteil Waldhof von Zeit zu Zeit Feste gefeiert werden, so ist der Herr Braun dafür vor allem für die Veranstalter eine feste und solide Bank. Es ist ein fester Bestandteil in der Organisation, ein zuverlässiger Partner, dessen Mitarbeit und Hilfe eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Festen. Der Baron packt an, stellt Wasser, Energie und alle anderen sozusagen unterstützenden Maßnahmen einfach zur Verfügung, damit es funktioniert. Und wie man sieht, klappt es auch immer wieder sehr gut. Und selbst so kleine Themen wie das Thema Bushaltestelle, Autoresturstraße, praktisch vor jeder Haustür, hat er sich sozusagen, oder hat er adaptiert, so kann man das fast sagen. Denn jeder normale Mitbürger hätte wahrscheinlich schon sehr oft zum Beschwerdetelefon vom Bauern gegriffen und gesagt, hier verfängt man nicht so. Ja, warum? Das muss man sagen. Denn gerade diese stark frequentierte, wichtige Haltestelle im Waldhof wird von ihm betreut. Und mit Ruhe und Vernunft appelliert er an die Benutzer, dass sie es sauber halten, dass sie nicht beschädigt werden. Und geschieht es doch mal, dann reinigt er selbst und er meldet Beschädigung sofort weiter, damit die Reparaturen rasch erfolgen und sich daraus ganz viel mehr Zustand entwickelt. Und schließlich sieht ja auch wirklich der Arbeitskreis Waldhof, der Bauer von Anfang an, als aktives Mitglied in seinem Kreis. Und hier kann er seine langjährigen Erfahrungen und Detailkenntnisse einbringen, natürlich auch seine ständige Hilfsbereitschaft. Und nicht nur für die im Waldhof wohnenden Aussiedlerfamilien, sondern ich denke auch für die anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger, Herr Baron, zu einem, ich würde auch sagen, lieben Nachbarn und zum geachteten Vertrauensmann geworden, dem viele auch ihre Probleme anvertrauen. Und ich habe das selbst schon gehört, also gesagt, wenn es da knirscht, geht zum Baron. Der kann dann sagen, wie das funktioniert. Also das habe ich schon von den Leuten gesagt, also okay, zum Baron, der sagt mir schon, wie man das macht. Das sind keine schon stolz, weil das macht eigentlich schon verstärkt mit seinem Lebens- und Lebenswelt. Und ich sehe in Ihnen, sehr geehrter, liebe Herr Baron, einen in jeder Hinsicht vorbildlichen Mitbürger, der ein so großes und weit gefächertes bürgerschaftliches und humanitäres Engagement zeigt, dass es für viele beispielhaft sein muss. Sowohl persönlich wie auch im Namen der Stadt danke ich Ihnen sehr herzlich und freue mich sehr, dass ich Ihnen in aller Form diese würdige Auszeichnung auch überreichen darf. Und danken möchte ich auch, dass Sie ein Vorbild werden für viele andere Menschen in anderen Stadtteilen. Und ich sage mal, wenn in jedem Quartier Stadtteil der Platz so groß, wenn in jedem Umfeld ein Baron, der das mit organisiert, dann wäre das Zusammenleben in unserer Stadt vieles einfacher. Wenn es ein Leber, der sein Umfeld aufmerksam beobachtet, der versteht, der wirklich helfen kann und wirklich helfen will. Und ein Mitbürger, der das nicht nur nicht aus beruflicher Motivation tut, da will ich keinem nur sagen, Fachmenschen oder Berufsmenschen dazu nachreden, sondern der das freiwillig in seinem Umfeld macht. Und dann sage ich schon, ohne jetzt, ich sage mal, Geistlichen oder Sozialarbeitern zu nahe treten zu wollen, bestimmt nicht, sondern der aus innerer Überzeugung einfach Initiative ergreift, selbst sieht, was nötig ist und dies auch wirklich ohne lang zu fragen in die Tat umsetzt. Das ist etwas, Herr Baron, was die Stadt braucht, was jede Stadt braucht. Und da würde ich mir viele Barons in meiner Stadt wünschen, weil wir dann unser Zusammenleben besser organisieren können. Sozusagen der Wohlfühlaspekt wäre bei vielen Menschen deutlich höher und wir hätten in vielen Bereichen nicht die Probleme, die wir austragen müssen, die wir hätten, sei es von der Polizei, sei es vom Jugendamt, sei es vom Sozialamt oder sonst in keine Richtung, wenn die Menschen so zusammenhalten würden. Und deswegen freue ich mich darüber, dass der hessische Ministerpräsident vorschlaggefolgt ist und Ihre Leistung auch besonders gewürdigt sehen will. Herr Baron, ich bedanke mich bei Ihnen für den Magistrat und für die Stadt, für Ihr Engagement. Und ich kann hier Ihnen für die Uhr auszeichnen. Ich möchte Sie nur bitten, zu mir zu kommen, damit ich Ihnen die Urkunde überreichen darf. Ehrenbrief des Landes Hessen zur Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Leistung. Wird Herrn Severin Baron für Verdienste um die Gemeinschaft Dank und Anerkennung ausgesprochen. Wiesbaden, den 21.05.2003, der hessische Ministerpräsident Roland Koch. Herr Baron, herzlichen Dank. Danke. Und herzlichen Glückwunsch gleichzeitig. Machen wir weiter.
Urkunde, die ich Ihnen auf dem vielen Dank. Bitte. Vielen Dank, Jens. Eine Frage, ob mal jemand was bevorsprechen muss. Ist möglich, das ist möglich. Na, weiß ich ja nicht. Also, möchte jemand noch was dazu sagen? Und am Ende möchte ich mal meine Häufung weichen. Ja, danke sehr, dann freue mich schon. Das ist gut. Liebe Senatorin, Herr Baron, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Oberbürgermeister hat ja alles gesagt. Und es ist eigentlich nichts mehr hinzuzuführen. Denn der Semmering ist für uns im Waldhof der gute Geist. Der gute Geist des Waldhofs. Und deshalb möchte ich nicht versäumen, auch im Namen des Arbeitskreises, dir, lieber Herr Semmering, für diese hohe Auszeichnung herzlich zu gratulieren. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich bei dieser Verleihung heute erschienen seid. Meine Damen und Herren, wenn man irgendwie von Leuten anerkannt wird, wenn man sich was verdient, also wenn man eine Verleihung bekommt, und das freut mich besonders, weil das sind Sachen, die man sich nicht erkaufen könnte. Man muss was tun. Und wenn man was tut, man rechnet ja nicht mit diesem Erfolg, aber das ergibt sich so automatisch. Ich gebe mal ein Beispiel. Es hat jemand gesagt, wenn du ein Beispiel nehmen kannst, ein Stein in das Wasser, weit hinein in den Meer, da werden die Wellen zurückschlagen. Die können positiv sein oder negativ. Und du möchtest das auch mit der heutigen Verleihung vergleichen, dass diese Wellen kommen positiv zurück, da ich hier an dieser Stelle stehe. Ich möchte auch noch mal sagen, Freunde, bevor ich vor 14 Jahren, das war im September 1989, der Oberbürgermeister hat schon erläutert, auch damals geehrt wurde, habe ich mich auch richtig gefreut. Aber das, was ich damals gesagt habe, vor 14 Jahren, das möchte ich heute wiederholen. Eine Ehrung zu erreichen, also eine Bürgermedaille oder das Ehrenbrief, ist eine große Freude. Aber das ist ja nicht zu erreichbar, wenn viele, viele Leute nicht geholfen hätten. Und darum von dieser Stelle möchte ich danken an alle, die sich mit engagiert haben und die zu dies gebracht haben, weil wenn man miteinander arbeitet, da kann man was erreichen. Darum also diese Ehrung ist nicht aus meinem, das ist von allen, die hier im Saal sind und die auch nicht da sind, die mir dazu beigetragen haben. Eine Person möchte ich besonders namenhaft vorstellen, also das heißt folgendes, die mir immer unterstützt haben. Herr Oberbürgermeister hat gesagt, 30 Jahre, stimmt, 29 Jahre im Waldhof. Die stand mir immer zur Seite. Die war auch sehr engagiert, also im karitativen Bereich und Sozialbereich, hat geholfen, Wohnung, Kind und Mädchen und hat mich auch viel, viel aufgebaut in diesen Situationen, auch wenn manchmal sehr schwierig war. Die hat mir die Kraft gegeben und hat mich auch mitbeteiligt. Und leider kann diese Person nicht zwischen uns sein, weil diese Person, das war auch meine Ehefrau, Erika Baron, die ist leider vor 3,5 Jahren verstorben. Aber die hat sich für diese Verleihung auch viel Verdienste verdient. Und darum bin ich auch dankbar, dass sie miteinander so zusammenarbeiten können. Ja, und dann möchte ich noch eins dazu sagen, zum Beispiel, es ist der 21. Mai, das ist nur ein Zufall, muss man gerade sagen. Am 21. Mai heute ist die Verleihung des Ehrenamtlichen Landesessen, das soll ich mich sehr freuen. Am 21. Mai 1975, eine kleine Menge von Bewohnern von Waldhof, haben wir uns zusammengetroffen, dass wir unter der Führung auch vom verstorbenen heutigen Pfarrer Walter von der katholischen Gemeinde und vom evangelischen Pfarrer Dr. Vogt und haben noch einige Bewohner vom Waldhof anwesend, ein Programm gemacht. Wie können wir die neu zugezogenen Leute irgendwie ihnen helfen, sich einbringen? Weil damals Waldhof war nicht Waldhof heute. Das war das schrecklich. Das war das am Anfang. Keiner hat keine gekannt, da war keine Straßen, da war überhaupt nicht und so weiter. Aber wir haben angefangen. Und das war der Anfang vor 29 Jahren. Das war der Anfang. Und da, und nach diesen Gesprächen, die stattgefunden hat bei mir in meiner Wohnung, und da hast du gemacht, was Spaß. Und da kam dann ein Flugblatt heraus. Und an diesem wurde eine Erläuterung gegeben von der evangelischen Gemeinde und einerseits von der katholischen Gemeinde. Alle Punkte an die neu zugezogenen Leute, wenn sie bräuchten, Unterstützung, Rat und so weiter. Und ich habe diese Aufgabe damals übernommen, also allen neu zugezogenen Leuten direkt begrüßen zu dürfen. Und nur verbunden mit einer Flasche Wein. Einmal von der evangelischen Kirche, einmal von der katholischen Kirche. Und das habe ich jahrelang praktiziert. Und darum freue ich mich also, das war der Anfang für den Waldhof. Anschließend der ganze Geschichte Waldhof muss ich sagen, also ich heute bin ich ja praktisch wie zu Hause einfach. Weil, stellen Sie mal vor, die Leute sind mit der Gemeinde aufgewachsen. Es sind Kinder, was damals Kinder sind, die sind heute Eltern geworden. Aber es sind viele durch den Kontakt mit
so bekannt geworden, dass ich freue mich, wenn ich heute die kleinen Kinder in den Kindergarten sehe. Da sind auch die Eltern mal in den Kindergarten gegangen. Und darum ist auch viel leichter, da muss ich sagen, die volle Unterstützung von den Bewohnern von Waldhof, weil ich bin mit dem Waldhof reingewachsen. Und darum kann ich auch jeden ansprechen und jeder akzeptiert mich, weil es irgendwie, wie der Herr Oberbürgermeister geschildert hat, in meiner Arbeit, die ich geleitet habe, habe ich mir also ein Vertrauen an die Leute gegeben. Und die haben recht, manche kommen und fragen, wie, wo, was und wer. Ich versuche jetzt immer zu reden, aber ich muss auch sagen, ob ich nicht weiter kann, ich versuche den Kontakt weiterzubringen, also das geht von unten auf das Mittel. Für alle Ämter, bis am besten nachher nicht mehr geht, bis ganz nach unten zum Oberbürgermeister, auch an anderen Sorgen wir. Und wir haben immer eine Regelung gefunden und darum bin ich auch sehr dankbar. Und darum von dieser Stelle muss ich noch einmal sagen, das war der, ich will von den Daten runterkommen, das war der 21. Mai 1975. Aber der 21. Mai 1963, das war ein besonderer Tag für mich, weil an diesem Tag war mein Hochzeitstag. Und darum frage ich mich manchmal, wie kommt das zusammen? Das wurde nie gesprochen, niemand wusste das, und die drei, 21. die mich zusammengekommen haben, und darum erfreue ich mich, weil heute ist auch mein 40. Hochzeitstag. Leider bin ich alleine, aber trotzdem, ich bemühe mich, das Leben weiter zu meistern, und ich werde auch weiter helfen, wo es helfen ist. Und darum habe ich auch schon versprochen, dass ich, solange die Gesundheit mir entspricht, werde ich alles tun, den Leuten zur Seite zu stehen. Und zu diesem Anlass, für 3, aber das Allerwichtigste, zum 40. Hochzeitstag, habe ich eine Bitte an euch alle. Ich möchte euch allen heute anschließen, dann liebe Waldhof im Jugendzentrum zu einem kleinen Imbiss einladen. Es ist alles gesagt unter einem gemeinsamen Zusammensein, wie ich vor 40 Jahren 160 Leute hatte. Wenn ich heute wenigstens 20 kriegen möchte, bin ich mich auch gefreut. Darum lade ich euch sehr herzlich ein. Und es ist alles vorbereitet für die Form des Leibliches. Ja, und darum kann man nachher aus der Essen ein bisschen offen diskutieren. Und da möchte ich mich sehr freuen. Und darum danke ich Ihnen und Ihnen auch, Herr Oberbürgermeister. Und ich bin nur 3 Minuten von euch, wenn ich keine Zeit habe. Und darum nur einmal möchte ich sagen, das ist das Jugendzentrum, also in dieser Waldhof auf der Vorstraße 10. Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich danke euch noch einmal vom Anhören für die Hilfe, für die Unterstützung in meiner Sozial- und karitative Arbeit. Und ich hoffe, dass die Zukunft uns weitergehen wird, dass wir aus dem Waldhof bringen, den Waldhof so wie wir uns einwünschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt machen wir hier erst einen kleinen Gang. Ja, ne? Ja. Ja. Jetzt machen wir erstmal hier einen kleinen Gang. Das haben wir ja vorbereitet. Ne? Okay. Dann sind Sie recht herzlich eingeladen. Da habe ich mir die Ja, nicht so weit, aber dann...